Ja. Guten Abend, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Anthem. Heute mal nicht als Spieler, aber zumindest als moralische Unterstützer mit dem Sunny. Hi. Ja, er kriegt seine Konsole zurzeit nicht, aber weil ich ihn gerade hier habe und ich einfach ungern alleine aufnehme, dachte er, leistet mir zumindest während der Aufnahme Gesellschaft. Ich gebe ihm den Controller auch irgendwann mal zwischendurch ab, damit er auch was tun kann. So, ich muss jetzt irgendeinen Fortschritt überwachen von einem schönen Javelin. Darf ich den benutzen, bitte? Ich will auch. Ja, der Harlock, der schnauft. Ich habe ihn schon aufgeklärt, was so alles passiert ist. Check die Verbindungen zur Krone. Da passt alles. Dann stimmt was im Kern nicht. Siehst du was? Alles bestens. Der ärgert sie übrigens gerne. Ich soll das Ding verprügeln, damit es geht? Glaub mir. Das ist die beste Methode, hallo? Das haben wir doch gelernt. Mein Pfeil ist halt auch draufgeschlagen, hat funktioniert. Da, siehst du? Draufkloppen ist immer die beste Methode. Nichts. Bring den Zuschauern nichts Blödes bei. Was denn? So bin ich auch bei einer Maschine zum Laufen. Ich schlag drauf, funktioniert. Ich schlage auf dem Fernseher, Empfang läuft. Nichts. Jetzt geht doch nicht. Das Ding hat was gegen mich. Vielleicht kann dieser Javelin nur von einer bestimmten Person benutzt werden. Wir unseren ganzen Plan. Wir müssen die Mission verschieben, bis er läuft. Herrlich. Ich bin schon auf Reise, die uns begleiten. Wie viele Freelancer waren in dem Sturm dabei? Du brauchst da drin jeden einzelnen Mann. Krieg das Ding zum Laufen oder ich schmelze es ein und nehme es als Briefbeschwerer. Würde ich auch machen. Gib Halleck deinen Kolossus, du nimmst das Ding und dann passt das. Einmal im Monat. Der letzte Versuch ist ein halbes Jahr her. So lang? Es ist nicht der Javelin, oder? Nein! Manchmal kann er ihn beinahe steuern, dann wieder überhaupt nicht. Ich warte und warte. Wie meinst du das? Vielleicht kann nur eine bestimmte Person das machen. Was? So viele Leute waren letztes Mal im Herz des Zorns dabei. 20 Lancer und 3 Krypta, alle fast vernichtet durch die Hymne. Danach wird's keiner mehr versuchen. Ist ja auch kein Wunder. Nee, sie meinte gerade, manchmal klappt es, manchmal nicht. Es liegt nicht am Javelin. Liegt an Halleck. Er war mal der Beste. Du warst da, du warst dabei. Erinnerst dich? Ich erinnere mich an wirklich jeden einzelnen Verlust. Wie hast die Krypta erwischt? Die waren noch gar nicht auf dem Schlachtfeld. Haben die einen Herzinfarkt bekommen? Ich hab sie gehört. Ich hab sie gehört, die Hymne. Nur ganz kurz in dem Sturm. Und da hab ich alles verstanden. Und seitdem höre ich jeden Tag, jede Sekunde so ein Flüstern. Und es ruft mich, es hört an mir und es zerreißt mich beinahe. Ich bin froh, dass du hier bist. Kümmer dich um ihn. Ich soll mich um ihn kümmern? Den Dämmungsschild. Okay, bauen. Ich soll in der Schmiede irgendwas bauen. Ich rufe. Es ist ja wichtig, deswegen skippe ich es nicht. Nur die Gespräche mit allen Leuten kann man prima ausblenden. Ja. In der Schmiede anfertigen. Das heißt, ich muss das hier irgendwo machen, oder? Oder habe ich was komplett verpeilt? Ja, hier, Dämmerungsschild. Bauplan legendär. Dafür habe ich nicht, was ich brauche. Chemische Legierung und chemische Komponenten brauchst du. Und zwar ohne Ende. Ah, okay. Das Markschluss muss ich auch noch machen. Habe ich in diesem Quest überhaupt? So, wir sind angekommen. Wir müssen jetzt einen überfälligen Läufer ausführen. Der ist genauso überfällig wie wir beide. Dix war überzeugt, dass sie es schaffen. Geh dorthin zurück, wo wir ihn zuletzt gesehen haben. Spür ihn auf. Schon unterwegs. Ist nicht passiert. Ich hab's gesehen, die Zuschauer haben's gesehen. Wir haben's alle gesehen. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich kann es überhaupt nicht. Nee, tut mir leid.
keiner weiß, was passiert ist. Kenn ich aus. Mhm, klar. Boah, mein Controller ist gerade ein richtiger Vibrator. Sorry, ist ja gerade wirklich so. Suchen, 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 haben. Du schießt denn da auf mich? Ach, ihr Spastis. So. Ich mach euch gerne Viecher tot. Liebhaber leicht. Ich denke, man hat irgendwas mit den Viechern zu tun. Ich denke mal eher mit der Waffe, dass du eine bestimmte Anzahl an Bildern in der Waffe machen musst oder so. Gucken wir im Nachhinein. Hier liegt irgendwas. Da. Könntest du es auch jetzt mal gucken. Ich bin vorhin natürlich auch. Oder scheiße es raus. Nein. Wie du meinst. So, wo ist es da? Da. Ich glaube, ich habe ihn schon gefunden. Ich meine ja nur. Wo habt ihr euch hinterlassen? Hä? Achso, war es denn irgendwie da? Hab es. Hallo? Ist da wer? Man kann Listen finden. Ach, hi! Ich glaube nicht, dass hier noch was lebt. Der Frachtraum ist leer. Nichts übrig. Ja, leer. Keine Spur von den Organisten. Such die Wir finden bestimmt noch welche. Stimmt irgendwo. Ich verstehe. Die Skar haben ihre Beute hier drüben auf eine Klippe geschleift. Wenn ihre Beute. Mit mir gemeinsam mit den Ersatzteilen auch die Organisten. Okay. Irgendwo da hinten. Ich werde schon meinen Weg finden. Da kann ich durch. Ist ein bisschen feurig. Ein bisschen. Sieht aus wie ein Opfer, Alter. Ich sehe Arkanisten. Die Käfige noch nicht öffnen. Es ist nicht sicher. Also gut, Scar zuerst. Du weißt was. Erstmal, wenn du siehst, was ich überhaupt gewonnen habe, falls du mich ablöst. Scheiß drauf. Na, das ist noch einmal im Jahr. Nee, das jetzt nicht. Ihr meint, fliegen zu müssen? Schlechte Idee. Der gehört mir. Der gehört mir. Ja, ja, ja. Oh. Diese Lager schaffen schneller, Meister. Als wir sie stoppen können. Aber wir dürfen sie nicht fußfassen. Ja, siehst du, wie gut ich mit dem Scharfschützen werde. Die sehen mich auch schon als Meister an. Ich könnte ausbilden. Ich bilde darin aus, wie man Scars eine auf die Nase gibt. Apropos, wo sind die hin? Tot, schätze ich mal. Weißt du was, mit dem Käfigen kannst du mich ablösen. Guck mal, Scharfschützen, das hat sogar den Erfolg bekommen. Also jetzt... Wenn ich habe nicht das bekommen, was ich verdiene. Jetzt wird dein Ego zu groß. Das ist nicht zu groß, es ist zu klein. Nein! Da darf ich mal ablösen. Was ist mit dem? Das wäre geschafft. Alles okay. Was ist passiert? Nein, leben lassen. Ich hab das Vollwerk, das heißt, nee warte, die Sammelzone, das hast du noch nicht sagen, glaube ich, wenn du die beiden R1-Tasten drückst. Okay. Nicht in die Wand fliegen. Telefon, so kannst du auch mal endlich wieder irgendwie mitmachen. Ja. Hui! Auch wenn meine Wertung jetzt radikal nach unten gehen wird, weil du spielst. Was soll das denn heißen? Wir sind Freunde, ne? Wir dürfen so reden. Ihr nicht. Richtig. Für uns ist das schon längst normal. Hä? Weißt du, diese Granaten, die haben einen echt großen Radius, ne?
Warte, meine Werte wird jetzt nach unten gehen. Guck mal, wie weit du schon runter bist. Der Schild ist weg. Ja, ich greife wieder auf. Das ist schießt wunderbar. Los, dahin, Granate. Ja. Der Laser, der ist awesome. Den liebe ich, wenn man damit trifft. Da ist irgendwas Großes, Flammenartiges runtergekommen. Oh, das kennen wir doch. Kriegst du übrigens auch sehr schnell mit dem Laser weg. Warum wirft er nicht eine Granate, wenn er schon in der Gruppe steht? Warum steht sie eigentlich die ganze Zeit? Ich hab keine Ahnung, wahrscheinlich. Hier kriegst du zum Beispiel gut mit dem Laser weg. Wahrscheinlich, weil ich vom Storm gewohnt bin. Dein Ernst? Oh, Kreiselmine. Ja, bedenke, meiner ist ein Allrounder. Da, Laser. Laser ist in diesem Falle immer besser. Ist das dein Herz? Ist das die ganze Zeit verpisst? Du wirst getrollt, das war richtig gut. Das macht mich glücklich. Jetzt komm, Laser. Jetzt trifft ihn gut. Ich hab einfach eine Backpfeife. Mann, bist du gut. Mann, bist du gut. Seht ihr, deswegen bin ich der Scharfschützenkönig. Geh drauf. Hol erstmal Muni. Beides ist so gut wie leer. Die Leute verstehen langsam, warum ich sage, dass meine Leistung jetzt in den Keller geht, ne? Ja, aber du bist wirklich besser mit dem Scharfschützengewehr. Ich bin hier eher der Typ für die Sturmgewehre. Ich bin ein Scharfschützenkind. Auch wenn der mein Sturmgewehr ist, weil ich die ganze Zeit meine LMG. Ey, das LMG. Ist auch gut. Ja, klar. Hat nicht so einen hohen Rückstoß. Ich glaube, ein LMG hat sogar noch einen niedrigeren Rückstoß. Den ich auf meinem Account habe. Ach, nö. Nutz doch die Ulti. Stimmt, die habe ich ja auch noch. Aber trifft dann wenn beide. Weißt du, wie du die hinter denen explodieren lassen? Hinter denen. Da trifft nämlich die Gastanks. So meinst du? Jo. Das ist ein Tipp an alle. Schießt immer mit dem Verheerer hinter diese Dinger. Die sind dann instant weg. Ist egal, auf welchen Schwierigkeitsgrad ihr spielt. Die sind weg. Ich weiß, warum ich die ganze Zeit schwebe, weil ich so an das Ding da übrigens mal kaputt machen, sonst ist das eine Endlosarmee. Weil ich so an den Storm gewöhnt bin, er hat ja sein Schild beim Schweben. Ja, sein Main ist Storm, meiner ist der, den wir gerade haben. Behauptung, der Arkanist untersucht. Weißt du nicht mal, wie er heißt? Das ist doch der Ranger. Ja. Ich war aber auch im Überlegen, wie heißt der nochmal? Betreten? Steigst du gerade in die Maschine rein? Ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt nicht genau drauf geachtet. Okay, ich soll übernehmen. Nee, alles gut, ich kann auch wieder spielen. Während er sich einschränkt, macht man eigentlich nicht, ne? Ja, ich muss gerade mal kurz was trinken, ich habe einen trockenen Hals. Das ist ein Tipp an alle, die YouTuber werden wollen, nicht während der Aufnahme saufen. Das heißt, ich mit. Ja, ich habe auch damit gehängt, dass die Katze länger ist. Weil ich dachte, du schneidest das ja eh raus. Deswegen. Nee. So, jetzt zeig dir mal kurz der Scharfschützenmeister, wie es geht. Siehst du? So geht das. Ups, das war ein wenig verfehlt. Du und Scharfschützengewehr, das passt nicht zusammen. Nicht bei diesem Spiel, nein. Nicht bei diesem Spiel. Ich hab dich auch bei anderen Spielen schon gesehen. Ich bin ein größerer Fan der Sturmgewehre. Zum Beispiel in diesem Spiel. So, Sturmgewehre und LMGs. Da lag übrigens Muni, ne? Du bist schon mindestens 10-mal am Muni vorbeigelaufen. Ja, da lag wieder Muni. Und da liegt auch Muni. Du lässt das alles liegen. Da unten wahrscheinlich. Ich nehme immer alles mit. Geht tauchen.
Das ist auch ganz sauberes Wasser. Ist klar, ist grün. Ja, sauber. Hast du nicht mal die Meere gesehen? Die sind auch meistens grün. Okay, ich habe eine Blackbox gebaut. Das sieht nicht sauber aus. Vor allem, wenn du siehst, was ist das? Ist nicht sauber. Den Anführer eben hier. Ja, ich bin hinter dir gelandet. Hi! Tschüss. Das ist übrigens noch heftiger als das, was wir sonst bekämpft haben. Das hast du noch nicht bekämpft, aber ich schon. Das hält was aus. Ich würde ihm direkt die Ulti geben. Und du musst auf die Beine zielen. Gib ihm noch die Ulti. Die Beine, sagst du? Ja. Der Laser ist übrigens sehr gut dagegen. Komm, benutze den Laser. Das ist nämlich seine Schwachstelle, der macht das sehr viel Damage. Du hast jetzt noch ein bisschen Gesellschaft. Das war nochmal L1, R1. Schild. Ach, okay. Wird drin bleiben. Jetzt gleich nicht mehr. Ich mach den Boom. Es brennt noch, gleich mach nochmal Boom. Einer weg. Zwei weg. Uni! Danke! Ciao! Mal kurz ein wenig verziehen. Der Witz ist, du kriegst es schneller kaputt als ich beim ersten Mal. So. Ja, weil ich jetzt die Infos habe, wie man das Ding platt macht. Ach so. Weil ich hatte nämlich anfangs bei dem Ding erst auf den Kopf gezielt. Weil ich dachte, vielleicht mache ich den Laser kaputt. Nein. Das war die falsche Idee. Ich sag mir ohne Grund, nutzt den Laser, der macht viel mehr Damage. Ich musste das erstmal rausfinden, dass man den so kaputt macht. Dafür gibt er aber auch die seltenen Dinger. Ja, gut. Da liegt noch was Blaues. Ich seh's. Kiste. Nee, Mate. Wir und unsere Kisten. Ja, wir sind Lootgeil. Ja. Aber das ist jeder das, Gamer. Jeder Gamer ist Lootgeil. Ihr könnt erzählen, was ihr wollt. Erzählt, ihr könnt ja in die Mauer schmeißen. Mensch, ist egal. Dass ihr nicht blutgeil seid. Euch glaubt das keine Sau. Ach ja, wer will, der darf abonnieren, ne? Er hat die Mission gerade abgeschlossen. Wir sind beide halt überfremd. Und ich freue mich halt, dass ich ausnahmsweise mal nicht alleine aufnehmen musste. Oh Mann, ich hätte gerne noch 10 Sekunden mehr gehabt. Ja, habe ich gute Taten vollbracht? Oh ja, ich habe sehr gute Taten vollbracht. Wir haben gute Taten vollbracht. Du warst nicht der Sniper-Ass. Und jetzt sag nicht, du hast das große Ding getroffen. So ein riesen Ding mit einer Sniper zu treffen, ist nicht gerade schwer. Ja, gut. Da gab es nicht viele Punkte, wo du hättest verfehlen können. Gnadenlos ist mein LMG, tatsächlich. Ja, die benutze ich ja auch. Was denn, hast du gesagt, du benutzt ein Schwunggewehr? Konvergenzkern, was ist denn das? Hört ihr Einschaltschaden und 15 Sekunden, das Ding noch ein Sprengschaden. Ach, das ist eine Komponente, nein, danke. Ja, Leute, wir sind. Aber das sah ja nicht gesund aus. Wir sind in Portasis angekommen, es passiert nichts, also sage ich hier einfach ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.